Schleswig-Holstein, das Land zwischen den Meeren. Hier beginnt unsere heutige Reise. Genauer gesagt in Flensburg. Denn hier gibt es neben leckerem Bier und dem Kraftfahrt-Bundesamt vor allem eins: optimale Kitesurf-Bedingungen. Ja, seit ein paar Jahren sind wir immer, wir vier, eigentlich zusammen unterwegs. Als wir dann abends mal wieder ein paar Bierchen zusammen getrunken haben. Drei. Zwei, drei. Haben wir so ein bisschen darüber philosophiert, wie das denn wird, wenn wir jetzt mit dem Studium durch sind. Jeder wird seinen Weg gehen und... Ich gebe jetzt gerade hier meine Bachelorarbeit ab. Da kam uns einfach die Idee, dass wir nochmal einen richtig fetten Trip machen, bevor das dann alles zu Ende geht, sage ich mal. Also, und ja, wie das so ist, mit uns vier Jungs ist das relativ schwer, irgendwas zu organisieren leider. Und so hatten wir bis zwei Wochen vorher ungefähr noch überhaupt keinen Plan, wie wir fahren. Hatten einfach super Glück, dass wir hier vom Caravan Center Nord so einen krassen Support bekommen. Und wir haben uns halt das Wohnmobil gestellt, weil die Idee auch cool fand. Und so haben wir auf den letzten Drücker dann noch einen fahrbaren Untersatz für unseren Trip gefunden. Und das war einfach mega nice, dass wir dann die Chance hatten, nochmal zu viert einen geilen Trip nach England zu machen. Und schauen wir gut aus, ja, es war eine super Zeit und wir werden auf jeden Fall versuchen, das irgendwie noch öfter hinzubekommen wieder. As I sit up on this mountainside, the sun setting in my eyes, the birds in the clouds, the winter breeze that passes by. I'm trying to take in what this world has to say. How these birds they flock together never comes to win the race. No, 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 no. Dies soll es weiterfahren, er winkt dich durch. Meine Tag, du. Merci beaucoup, Monsieur. Ja. Hier hoch. Nee, sieben auch. Furzverbot im Fahrstuhl, ne? Jetzt. Ciel bien dégagé, un vent de secteur sud-ouest pour 5 à 10 degrés. I wanna float like birds up in the sky. I wanna give to you everything I had in mind. I wanna share all the light in my life. I'm gonna pack up all my things and road trip through the night. Whoa, whoa, whoa. Mama hat gesagt, sie möchte gerne Heil wieder haben. Ja, aber nur so. Ist das denn ernst? Wie haben die das denn gemacht? Respekt an meine Eltern, dass die mal mit Karte im Urlaub gefahren sind. Das ist so riesig, Mann. Ich sehe überhaupt keine Ahnung, wo wir sind. In what these rivers have to say. How they flow over bedrock each and every day. Oh, they flow through the morning, flow through the night. Loud with momentum. I wanna float.
Ja, den einen Tag an der Watergate Bay hatten wir irgendwie nicht so richtig viel Wind. Naja, vormittags ein bisschen, waren wir kurz draußen. Aber so richtig Spaß gebracht hat das nicht und die Wellen waren auch nicht so groß. Und dann dachten wir uns, wir gehen noch mal ein bisschen skaten. Das war so gegen späten Nachmittag. Bisschen Sonne genossen dabei, ein paar Bier haben wir getrunken. Das sind ein paar mehr geworden als geplant, leider. Oh, ja. Da haben wir alle die großartige Idee, dass wir uns irgendwie hübsche Frisuren machen. Ja, es ging dann mit mir los, das war schön dumm. Alter, das ist ja so hart, ey. Du wirst morgen so Sonnenbrand auf den Ohren kriegen. Nee, ey, das ist zu hart. Das können wir. Naja, es ist eh zu spät, aber. Ich glaube, es ist. So weglassen. Guck mal, die Kamera. Warte mal, wir müssen die Seiten ein bisschen kürzer machen in den Ohren. Nein, nein, ja, lass uns doch. Ja. Trigger me no press people button. No bad attack come face me with some. Like how me have 22 in a me some. Then I feel so forget the next dozen fool. Press trigger me no press people button. No bad attack come face me with some. Like how me have 22 in a me some. Then I feel so forget the next dozen fool. Anytime me ready to now we see start war. See who love is spread it out word from the sky. Style is the bomb, diddy bomb, di dang, di dang, diggy diggy. A room boy no play with the bomb, di dang, diggy diggy. My style is the bomb, the bomb, di dang, di dang. Ja, die erste Woche unseres Roadtrips haben wir eigentlich komplett in Cornwall verbracht, was ziemlich geil war. Aber nach dieser Woche hatten wir eigentlich Bock, mal wieder was Neues zu sehen und haben dann den Forecast gecheckt, wo es am geilsten sein könnte. Und der sah sehr vielversprechend für Wales aus. Somit haben wir uns dann entschieden, mit dem Wohnmobil dann hoch in den Norden zu fahren. Auf dem Weg nach Wales sind wir dann durch den Snowdonia Nature Park gefahren, was mega geil war. Also die Landschaft und alles, es war so ein Traum, es war einfach nur krass, das Erlebnis. Die Straßen waren ziemlich eng, was ab und zu ziemlich sketchy war. Wir haben eine Visierung. Ja, bringt es auch nichts, wenn wir tot sind. Hallo. Hallo. Aber Thies hat das ziemlich souverän gemeistert und das Wohnmobil da durch die engen Gassen manövriert. Wie gut seid ihr drauf? Wie bist du? Ey! Finn, mega laut, das sind sie. Hammer! Ist ja so ein scheiß Pellets-Transporter. Finn, was gibt's heute zu essen? Ey! Reis! Ja, halt doch mal die Fresse hier! Reis! Es gibt Reis! Es gibt Reis! Reis, Reis! Wir sind dann weitergefahren und auf dem Weg haben wir dann auf einmal so eine mega überflutete Wiese entdeckt, wo uns dann kurz die Idee kam, es wäre halt echt geil, mal darauf zu kiten und ein paar Bilder zu machen, weil da auch überall Kühe rumliefen. Es war einfach der perfekte Ort, so ein geiles, abgefahrenes Bild zu machen.
ich habe dann kurzerhand alles aufgebaut, wo dann die nächste Überraschung kam, weil da kam so eine bestimmt 20 Kühe kamen da auf uns zugerannt. Wir wurden alle ein bisschen nervös, außer Thies, der ist da recht ruhig geblieben, weil er schon erfahrene Kuhmelker auch ist. Er hat das dann quasi geregelt mit den Kühen. Seine jahrelange Kuherfahrung hat ihm da auf jeden Fall geholfen, die Kühe ein bisschen zu beruhigen, und er hat es dann uns ermöglicht, da noch weiter zu kiten. Ja, es war einfach ein geiles Erlebnis. Geh doch nach Westen, sag zu mir mein Hut. Dort ist das Wetter immer schön und gut. Wir fahren nach Osten, als das Fahrrad kommt. Und Richtung Berge ziehen wir davon. Lass uns nach Süden gehen, ich will im Meer drin stehen. Und Mandarinen pflücken, schöne Mädchen sehen. Und dann im Norden oben, dort wo die Stürme toben. Da will ich mich verlieben, da will ich mich verloben. Dabei bei meinem Sternenlauf. Wir werden Wellen reiten, wir werden uns nicht streiten und immer weitergehen und irgendwann dann alles verstehen. Lass uns die Lüfte fliegen, komm, lass uns Kinder kriegen. Ich möchte singen, tanzen, weinen, lieben. Jawohl, ich weiß, es gibt es wo, vielleicht in Malibu, vielleicht woanders, sag mir wo, wo könnte es sein, jawohl. Geh doch nach Denver, rauf dich ein, wir sehen, dass du dir gut. Für eine Handvoll Gras, ein bisschen Biesenloch. Ich fand den Roadtrip-Lifestyle einfach so mega. Das ist einfach das Geilste. Du kannst stehen bleiben, wo du willst, trinkst ein Bier mit deinen Kumpels und genießt einfach die Zeit. So, tschüss. Ich liebe abwaschen. Ich mache das so gerne für euch. Dr. Wollison. Einmal frei machen unten rum. Ein. Oh, Alter, das knackt aber auch heftig. Das ist echt krass. Ich kite ja noch nicht so lange. Aber die Kite-Szene hat mich so überrascht, denn man stand am Strand und kam so super easy mit den Locals ins Reden. Und in Ross Niger hat uns ein Kiter zum Barbecue eingeladen und wir haben bei ihm Snooker gespielt. Und der war einfach mega nett und freundlich. Ja, es war einfach ein heftiger Trip und ja, Bock auf den nächsten.